Willkommen beim Let's Play von Black Mesa. Ich bin Cody und bei mir ist heute wieder Helios. Genau. Und letztes Mal ist das Spiel hier abgeschmiert. Ich habe jetzt hier gespeichert, falls es nochmal abschmiert. Aber das werde ich noch rausschneiden, wenn es passiert. Und dann geht's hier weiter. Geht's hier weiter, genau. Wir hatten letztes Mal auch irgendwie niedrige Frames. Das scheint sich jetzt irgendwie gelöst zu haben, das Problem. Warum auch immer. Also die Frame Drops haben wir jetzt nicht mehr, oder? Huch, was ist denn das? Gut, ich glaube, wir müssen jetzt hier. Also, wir müssen immer noch sozusagen den Sauerstoff anstellen. Hab ich das jetzt gerade zugemacht? Oh, guck mal, ein Sicherheitsbeamten-Zombie. Oder Alien, wie auch immer. Warum benutzt er keine Waffen? Das wäre noch schwieriger, ey. Ja. Wie kriege ich jetzt hier die Tür zu? Wie soll ich jetzt hier weiter? Soll ich schlagen? Einfach. Ah, ich habe eine Idee. Von den Dingern hast du. Ich glaube nicht, dass es Wirkung zeigt. Na, das ist ein Blade. Hat nichts gebracht. Zeigt keine Wirkung. Geht das jetzt hier auf? Toll. Oder, ah, ich muss vielleicht erstmal das hier zumachen. Ah, das ist eine Schleuse, ne? Oder auch nicht. Also bin ich jetzt hier nur rein, um drin gewesen zu sein. Tja, toll. Gute Frage, was wir hier machen müssen, ne? Also ich weiß, dass wir... Also da ist hier eine Leiter. Ja, komm hier aber nicht hoch, siehst du. Kannst du nicht mit Sprint springen? Oder eine Kiste unter dich springen? Spring ich nicht höher, ich spring nur weiter. Aber runter geht's. Mal wieder. Oh. Oh. Ich hab so ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Eine gigantische Turbine. Ups. Das war dumm. Du musst sie manuell anschalten. Ja. Ich muss mich beeilen. Bevor sie mich einsaugt oder so. Naja, tut sie nicht. Oh ne, die treibt mich nach oben. Kannst bestimmt gleich drauf springen und hochschweben. Ist die Frage, will ich da hoch? Wow, guck mal, da fliegt was. Ist echt die Frage, will ich da hoch? Wenn du jetzt springst? Ne, ja, bringt nichts. Soll ich jetzt mal da reinspringen? Ich weiß nicht, du musst es wagen. Musst du vorher vielleicht. Ach komm! Tatsächlich. Ganz viele Ein- und Ausgänge. Ja. Bleibst du auf einer Höhe anscheinend. Das heißt, kommen nur sehr wenige in Frage, in die du rein musst. Und wohl ein anderer sein. Da, wer ist auf deiner Höhe ungefähr? Oder du musst in den anderen rein, das. Oder auch nicht. Weil der eine ganz andere Farbe hat. Zumindest kann sein, das ja. Licht leuchtet anders. Aber du kannst ja mal da reingehen. Wenn ich es schaffe. Das wackelt immer so. Ja. Cool. Kommt mal raus und. Die greifen dann gleich diese Viecher an hier. Die mögen dich nicht. Nee, die mögen dich auch nicht. Kann ich auch verstehen. Das
so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich tatsächlich wieder die Taschen gemacht. Hast du überhaupt den Timer gestartet hier? Oh, der Timer ist ja gestartet. So. Ich sag schon Bescheid, keine Angst. Hallo! Na, wie geht's dir? Oh ja, mir geht's auch nicht so. Beschwer dich nicht. Ah, sieht tatsächlich nicht so gesund aus. Kommt her! Kommt her! Der muss sich auch nicht bewegen. Und der darf hier reinlaufen. Wird dann aufgefressen. Ist er jetzt hier reingelaufen hier? Nö, nee, will nicht. Will er nicht. Ich meine, wir wieder schon reinlaufen. Na du. Kommt her. Komm hier. Komm her. Oh. Lass mich raten, das ist. Ventil. Wir brauchen davon noch eins. Ups. Die Frage, was ist das hier für ein Ventil? Ich glaube, das ist Line Pressure Pump On. Also die eine Pumpe ist an. Ne? Mhm. Push for Emergency Stop? Nö. Wir müssen noch die zweite Pumpe irgendwie anmachen. Ah. Aha, den kann man mitnehmen. Oder? Na? Zu schwer oder was? Keine Ahnung. Hat nicht geklappt. Aber jetzt geht's. Oh nein! Oh nein, er wird nicht aufressen! So. Jetzt haben wir beide Pumpen. Ja. Die Frage ist, was pumpen wir überhaupt? Was pumpen wir? Sauerstoff? Wahrscheinlich, ne? So was Tolles, was wir mitnehmen können? Granaten, aber ist voll. Schade. Könnten wir nicht mal ein paar verballern, ne? Na, jetzt nimm ihn. Davor halt was machen müssen. Und da können wir auch mal nachladen. Und auf geht's. Perfekt, Tomato. Die Waffe ist sowieso viel cooler. Ah, ich glaube hier, das ist Sauerstoff, ne? Also wir benötigen Sauerstoff und. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Ja, und jetzt. Brauchen wir noch das andere hier, ne? Wo geht denn das hin überhaupt, das Rohr? Das rote. Haben wir das vielleicht auch angemacht? Kann das sein? Ich weiß nicht. Wo geht das hin, das rote? Ah, nee. Hm. Was machen wir jetzt? Soll ich jetzt hier weiterlaufen? In die Richtung? Oder soll ich wieder zurücklaufen? Wobei, hier sehen wir doch, ob es geht, oder? Siehst du was? Scheint zu fließen, ne? Ja. Und Sauerstoff scheint auch zu fließen. Ja. Dann laufen wir mal weiter. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann darf es diesmal auch laden. Ja. Und rechts nicht vergessen, Energie aufladen. Ja, das ist Medipack, aber habe ich ja schon voll. Das ist Medipack, das ist keine Energie. Doch, das ist Medipack, ja. Energie sind diese blauen Dinger. Ja, das ist ja auch blau. Ja, aber das ist ein Medipack. Das ist ein, glaub mir. Dann lauf mal rein. Ich kenne das Spiel. Ach, First ja, Aid. Ja. Ich muss das Ganze verwechseln. Oh, wie man's hört, wie man's heulen hört hier, das Vieh, ne? Hörst du? Krass, ne? Ich sehe, wie es böse ist. Es ist sehr böse. Nein, es ist nicht böse. Haben wir vorhin geklärt, es wird nur spielen. Das will nur spielen, das macht Musik. Guck dir das an. Bum, 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 bum. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir starten können. Was? Pressure ist doch da. Oxygen. Ja. Aber irgendwas geht on, nicht, oder? On. Links. Fire geht nicht. Fuel Mix.
Aha. Power. Der Fuel-Mix ist nicht voll. Ja, wieso kann ich jetzt nicht starten, ist die Frage. Kann ich ja was sagen? If you don't mind, I'm just gonna stay here. Hold up with you. Kann mir nicht gerade einer helfen und sagen, wie ich jetzt hier diese Rakete starte? Ist das vielleicht zu machen? Nein. Fuel ist doch alles an hier. Hinten im hinteren Raum ist da irgendwas, was du noch drücken könntest. Von dem Equipment oder so. Nee. Hm. Als Aufnahmegeräte? Ja, meinst du, die Spieleentwickler wollen, dass man irgendwas anderes drückt? Aber. Gibt's da nicht? Kann ich nicht die Rakete starten einfach? Hier steht doch Fuel on, oder? Ja, der Druck ist. Pressure. Auch da. Gute Frage. Wir können nur hier lang gehen, warum auch immer. Vielleicht müssen wir noch irgendwo ein Rädchen drehen oder so. Nee, ohne Rakete ist das Ding nicht gut. Ups. Toll. Jetzt hat sich kaputt gemacht. Ich hab grad echt keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ja, Helios, hast du da eine Ahnung? Hm. Ich hätte genau dasselbe gesehen, was du gesehen hast. Oh, ein Scheiß. Sitzen wieder die Half-Life-Leute da und sagen, warum machst du nicht das und das? Du hast das und das vergessen. Genau. Was? Da sind wir gelandet. Jetzt hat's hier wieder geladen, oh mein Gott. Was, die sollen wir jetzt reingehen? Aber es läuft ja hier, oder? Das fließt. Ja, das fließt auch. Aber irgendwas stimmt noch nicht. Da Oxygen war ja noch ein Träger mit Fuel Mix oder was auch immer. Okay, da hinten ging es ja auch nochmal runter, da komme ich dann auch nochmal. Ding. Dong. Was ist hier unten, wenn ich hier runtergehe? Ich da runtergehen sollte. Nee, es ist zwecklos. Ach so, stimmt, die müssen ja erst nach oben irgendwie. Ich darüber irgendwie. Oh, dieses dumme Vieh, ich kann es nicht da weggehen. Einstellen. Guck mal, da kommt die Rohre rein, siehst du? Mal, ich spring mal hier drüber, mal gucken, ob ich das schaffe. Nein, na toll. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ups. Stopp. Nee. Ja? Hier. Nix. Oh, guck mal hier, Silo D, ready. Ja, auf CPU. Passt doch alles. Was wollen die Wichser denn? Ist doch alles ready. Lass starten. Ich hab mal wieder Ultra Frame Drops, okay. Was ist, wenn wir da rüber auf die. Ich komm mal da überhaupt rüber auf die andere Seite. Ich werde nicht runterspringen, sonst kommst du wieder hoch. So, ich speichere jetzt mal hier. Ich guck mal nach, was die Quick-Save-Taste ist. Tastatur, Quick-Save, Quick-Save, Quick-Save. Taschenlampe. Schnell speichern ist F6, okay. Drücken wir nämlich mal hier F6. Und ich jag die wieder runter. Ja, das tat ihm weh. Dann ging's, glaube ich,
Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, es klemmt! So, und es ist doch alles ready. Mal gucken. Probieren wir nochmal. Fire. Geht nicht. Warum? Da stimmt. Geht die Scheiße nicht! Links, guck mal links. Wo links? Hier. Was steht denn da? 12. Kannst du was regeln? Nein. Was steht da? Ja, warte, warte, rechts. Kann ich überhaupt nichts regeln? Hier ist nichts auswählbar. Kann ich nichts machen. Das ist einfach nur Schwachsinn. Auf dem grünen Display, was steht da? Temperature Analysis. Ja, okay, und bla bla bla. Aber ist alles on. Und hier 1 von 3. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch irgendwo hingehen und was machen. Und wann? Müssen wir darüber? Hohoho. Ich denke, wir müssen da irgendwie runter, ne? Da noch irgendwas machen. Sind da irgendwelche Atomfässer oder so? Ja, was, wenn du da runter springst? Ja, da sterbe ich, haben wir schon mal gemacht. Du dummes Vieh. Oh, leck mich. Komm ich hier rüber? Ich muss hier doch rüberkommen. Ah, doch, hier komme ich rüber. Gut. Aha, den haben wir noch nicht gesehen. Ja, hier sind wir neu, ne? Ja, hier waren... Silo Power! Ah, wir haben was vergessen. Wir müssen noch den Strom anmachen. Ja. Ohne Strom läuft ja nichts. Das gibt's doch nicht. Das sagen die immer auch nicht Bescheid hier, ne? Gibt's denn sowas? Der Strom fehlt. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Lampen leuchten. Ah, wahrscheinlich brauchen wir da fette Kondensatoren und so. Oh nein, ich dachte die... Oh, 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 oh. Die sind gefährlich, die sind sehr gefährlich. Gut. Die explodieren nämlich. Naja, gerade eben habe ich sie explodieren lassen mit einer Granate. Nicht hochziehen lassen. Ach, guck mal. Da schmatzt jemand. Da hat jemand. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Das ist Energie. Nicht kaputt machen. Kann man nicht kaputt machen. Impossible! Lass mich raten. Da ist noch Energie. Ich muss sehen. Noch mehr Kisten? Gib mir sie mal sowas Großes, Riesiges. Was ist da genau? Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, doch, guck mal, das ist richtig stark. Ja. Das hat Power. Richtig. Oh, hier funktioniert der Aufzug, ne? Cool. Hast du's? Da kommt er. Ah, ja. Oh, da kommt aber auch wieder jemand runter. Übertrieben schnell. Sieh dir mal an. Oh, da hinten kannst du noch Energie laden. Da, wo du vorhin gewesen bist, links. Oh. Ja, da, da drin. Nein, nein. Da drin. Na, links, links. Da und da drin. Da drin, ne? Da war noch Energie, genau. Guck. Ah, tatsächlich. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass ich dich habe, ne? Oh gut, dann fahren wir jetzt hier runter. Übertrieben großer Aufzug. Ich finde es ja gut, dass wir so viel Waffen ausgerüstet haben, ne? Jo. Mangel haben wir nicht. Ja. Oh oh. Oh oh. Sind das
Monster. Oh oh. Schießen wir ab. Wow, da musst du hochschwimmen. Ich bin in der Atombrühe drinne! Lass dich hochziehen, lass dich hochziehen. Nein! Nein, ich bin in der Atombrühe drinne! Da kannst du hochklettern, schnell! Ja, schnell. Ich mach das schon! Na komm! Also ich glaube, jetzt bist du... Okay. Oh mein Gott! Verstrahlt. Ich strahle im Dunkeln. Hi! I hope no one expects me to go start up the generator. The slithers went down and never came back. Ist nie zurückgekehrt. Warum wohl? Ja, wahrscheinlich ist er genauso verstrahlt wie ich. I hope those guards needed it. Die Guards haben es nie bis zum Treibstofflager geschafft, sondern ich. Airlock cycle automatically. Oh, da ist irgendwas. Guck mal, das... Ja, nee. Da komme ich nicht rein, ne? Hat das aktiviert? Überprüft am besten. Und den Tippen dran kann. Was? Nö, nee, kannst du nichts drücken. Gehen wir erstmal hier rein. Continued area. Protective equipment required. Ja gut, dass wir unseren Schutzanzug haben. Ich nehme mal irgendeine Waffe. Oh, das gibt's doch nicht. Bin ich blind oder was und sehe die Dinger nicht? Ja, die mögen dich. Ja. Die mögen dich. Also die anderen nicht, die dich anspringen, aber die mögen dich. Die haben dich zum Fressen gern. Dann machen wir mal hier wieder an, ne? Können wir das hier irgendwie anmachen? Zwei Finger reinstecken. Gucken, ob Strom rauskommt, ne? Knopf drücken. Das kann man ja selbst. This is my hiding spot. I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Soll ich? Nee. Er will aber hier bleiben und hat. Er hätte auch einfach anmachen können hier, ne? Ja. Oder? Das hat er nicht gemacht. Mit dem Knopf habe ich das jetzt da hingebracht. Wie lasse ich es runter? Da drüben ist noch ein Platz. Verstecken die ganzen Wissenschaftler sich? Ich. Verstecken die sich? Oh. Wo ist der andere? Oh. Ja, ich weiß. Gut. Deswegen hat er sich wohl versteckt. Tja. Da ist was dran, Knopf noch nicht gedrückt. Ach, den hätte doch kurz vorher drücken können. Wäre doch kein Ding gewesen. Er hat halt nicht geschafft. Und haben wir jetzt Strom? Bewegt sich was. Scheint so. Läuft, ne? Die schlafen soll. Wunderbar! Ready! Genau. Jetzt können wir endlich zu unserem Stützpunkt. Können wir die Rakete endlich starten? Jetzt sind wir den ersten großen Gegner los. Ja, noch nicht. Ja, aber dann, sobald die Rakete gestartet ist. Bamtsch, bamtsch. Excellent. Someone has restored all power. Oh. Ja, someone. So. So blöd hier, dass es abgestürzt ist. Jetzt müssen wir laufen. Atmosphärische oder klettern. Music. Das ist richtig, ganz der Soundtrack haben sie richtig gut gemacht. Ja. Break the Goat. Können wir uns auch nochmal aufladen? Da lang. Hier lang. Und dann ging es hinten links. Nachdem die Daten geladen sind. Ja. Die Rakete ist dann gestartet. Ich glaube, danach kommt nochmal so ein Zugteil. Wir müssen ja noch weiter zu. Wie heißt es? Lambda Base?
Mhm. Ich glaube, so hieß das Helios, oder? Ja, war das nicht die Lambda-Base, der wir gerade sind? Die nee, ich glaube, das ist immer noch Black Mesa. Nein, 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 nein! Lassen wir hier rein. Dann können wir sie wieder nach unten vertreiben. Oh. Sing nicht die Musik mit. Die armen Zuschauer. Kann ich nicht die Dinge, dass die runtergehen? Oh, ich komme hier nicht raus. Ich komme aber nicht raus. Gerade. Guck mal, da wird ein Rhythmus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1. Das muss nur bis 4. 2. Hat er das gerade eben gefressen? Ja, ich kann. Was ist das denn? Dann kommt er wieder nach 2 wieder zurück. Aber ich kann nur nach rechts rennen. Da ist der andere Typi. Einfach durch. Einfach durch. Schnell muss ich rein. Manchmal klemmt's. Klemmt heißt? Ja, das ist, dass ich teilweise nicht. Ich guck, ich komme nicht runter von der Leiter. Ich stirb's dann. So ein Scheiß! Aber das macht dir ist klar, dass du den Timer im Blick hast, ne? Ja, den Timer, den habe ich im Blick. Und der Timer sagt uns, dass wir schon fast eine halbe Stunde lang spielen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das wieder selber, Helios. Ja, das du bist so unfähig. Nee, ich bin ziemlich fähig. Bloß habe ich... Du hast nur 15 Minuten vergessen, auf den Timer zu gucken. Ja, wenn sich der Bildschirm ausstellt und ich nichts mehr sehe, dann passiert ja, gut. Das halt, ne? Ich würd vorschlagen, dass wir dann sowieso das letzte Stück wegschneiden. Und dann sozusagen hier hinschneiden. Aha. Und dann hier zum Beispiel sagen, egal. Dass wir dieses fette Stück, an dem wir gesucht haben, nicht wussten, was wir machen sollen, einfach mal wegschneiden. Genau, mal gucken. Ja. Gut. Also bis dann. Bis dann mit Black Mesa. Und ich bin Cody und bei mir ist Helios. Und ciao. Ciao.